herr präsident frau ashton! vor genau 2 jahren hat uns ein erdbeben vor der ostküste japans noch einmal vor augen geführt welche bedrohungen für die menschen entstehen wenn wir nicht beginnen die atomtechnologie zu bannen. das gilt für ihre friedliche nutzung. das gilt aber noch viel mehr hinsichtlich ihres einsatzes zur durchsetzung politisch militärischer ziele. die folgen von kernstrahlung sind für den menschen immer verheerend. diese konkreten erfahrungen mussten wir bereits machen in hiroshima und nagasaki in tschernobyl harrisburg und fukushima. wer aber heute ernsthaft damit droht kernwaffen gegen menschen anzuwenden gehört eindeutig in die schranken verwiesen. das parlament muss unmissverständlich klarmachen dass es kein recht auf einen präventivschlag mittels kernwaffen gibt. es gibt dieses in keinem nationalen recht und schon gar nicht im völkerrecht. dies gilt für alle staaten der welt. das gilt ganz klar auch für die KdVr. wir dürfen aber nicht aus dem blick verlieren die entwicklungen auf der koreanischen halbinsel vollziehen sich nicht im freien raum und nicht außerhalb der geschichte. sie haben tiefgreifende wurzeln die mehr als ein halbes jahrhundert alt sind. die nuklear und kernraketenwaffen in korea sind nicht ursache sondern folge dieses konflikts. in der anhaltenden konfrontationslogik auf der koreanischen halbinsel sind sie jedoch zwischenzeitlich bestandteil des konfliktes geworden. auch wenn wir in diesem punkt unterschiedlicher meinung sind. es muss uns klar sein dass sich eine lösung dieses konfliktes nur im kontext einer komplexen politischen regelung in der region ergeben kann in die sich vor allem china und die usa unmittelbar und deeskalierend einbringen müssen und als sogenannte schutzmächte dafür auch politische verantwortung tragen. damit mit der überwindung dieser ursachen wären minimalvoraussetzungen gegeben. Perszulaló, 8 percben.